Hallo zusammen und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind heute in Willingen und fahren mit den Hardtails die Flow Country ein bisschen runter und die normale Flow runter. Heute mit der Lütten. Mal gucken, was das wird. Viel Spaß dabei. Laura hat ein bisschen Schiss vor Liftfahren und überwindet sie gerade. Große Besonderheit heute, ich fahre mit Klicks. Nein, nein! Scheiße! Und Mallet. Ich habe hinten an mein Hardtail 27,5er dran geschraubt. Läuft richtig gut. Also, warum das nicht von Werk ist, keine Ahnung. Okay, bis denn. So, unsere zweite Runde auf der Flow. So, trau dich noch mal weiter in der Kurve rechts zu fahren erst. Genau, so, sehr gut. Und jetzt rum, voll übertreiben mit dem Gucken, ja. Genau, sehr gut. So, was man auf jeden Fall sagen kann ist, die Flow ist mega anfängerfreundlich. Jana macht das jetzt hier das zweite Mal und ja, funktioniert supi. Kurven sind immer so eine Sache, da muss man sich trauen und wissen, wie man gucken muss. Aber das kriegst du jetzt auch schon voll gut hin. Genau, sehr gut. Läuft! Also die Tailwheels kann man hier auch super geil mit dem Hardtail überspringen. Das funktioniert super gut. Das ist hier alles so geil geshaped. Das sind die 50 Euro, also ihr habt hört richtig. Die Geschichte kostet hier 50 Euro, die 10er Karte. Aber das reicht auch für uns. Ist aber ganz schön heftig, ne? Dafür hat man 3 Kilometer Trail runter und einen guten Trail, muss man halt auch wissen. Wir haben erst überlegt, ob wir nach Winterberg fahren, aber das ist mir meistens immer zu unruhig. Und der Trail hier ist sehr schön angelegt und man hat auch schön was fürs Panorama. Also für mich auf jeden Fall von den beiden Parks der bessere. Auch wenn es also für Anfängergeschichten auf jeden Fall. Alter, da bist du auch langsam geworden. Und das ist so krass, man nimmt so schnell Speed auf, wenn man ein bisschen laufen lässt. Jana drücken. So, wir sind fast fertig. So, heftig nach links gucken und heftig nach rechts gucken. So, fahren wir hier rechts ran. Bitte. So, wir warten noch mal auf die anderen und dann machen wir weiter. Sehr gut. Kannst links vorbei. Ja, der links will immer nicht rein, ne? So, okay. Ja. Die springst du ja ohne Tempo gleich rüber, ey. Das ist krass, ne?
Die ist ja mega gut geshaped, ey. Alles gut. Ich muss auch erstmal rankommen. Ja. Schlimm schnell, ey. Da geht das Speed hier, ey. Also mein 29er, Quatsch, mein 27er macht richtig Sinn. Krass, ey. Wenn die so hoch werden, okay. Das ist richtig chillig, sage ich euch. Das macht mit dem Hardtail hier so richtig geil, ne? Aber finde ich auch richtig geil. Ist halt genau die richtige Nummer. Mal was ganz anderes als dieses ganze Geruppe immer. Nee, ist mal was ganz anderes als dieses ganze Geruppe, was wir sonst immer fahren. Ey. Einfach mal chillig, Kurven und dann ein bisschen springen und sehr geil. Oh nein! Scheiße! Aua! Okay, das erste Mal hingefallen am ersten. Scheiße! Wo ist er denn, Schatzelein? Da will nicht rein. So, fährst du vor? Ich fahr gleich wieder hin, fahr!
bin gerade voll hingefallen. Im Stehen, mit dem Klick, das erste Mal. Ich habe das Ding hier, die Dinger jetzt seit 3 Tagen drauf und das erste Mal hin. Und an der Stelle, wo du keine Chance hattest, ey. Ah, hier sind ganz schön viele Bremswellen drin. Ich würde sie halt noch mal weiter rechts links anfahren. Genau. Und dann voll hardcore in die Kurve gucken. Als wir vor 3 Jahren hier waren, haben wir uns so an dem Lenker abgerissen, weil wir es überhaupt nicht geschissen haben, bekommen haben, die Kurve zu fahren. Mittlerweile haben wir unsere Kurvenkompetenz ausgebaut. Geht deutlich noch was nach oben, aber besser als vorher. Wenn du den LBS nach rechts drehst, kommst du so krass raus. Genau, da merkst du, bei der Hälfte, wenn du dann noch von oben runter fährst. Ah, scheiße, ich wollte die linke fahren. Leider war mein Akku leer, also die letzte Freeride-Strecke habt ihr nicht mitbekommen. Nee. Genau, also vielleicht auch besser. Nein, aber einmal haben wir sie ja drauf und jetzt waschen wir hier nochmal schön die Räder und dann machen wir Siesta, Ende im Gelände. Bei 37 Grad reicht auch für heute, das für heute. Ja, übrigens, habe ich noch gesagt, ne? Doch, habe ich gesagt, auf dem Trail. 27,5er drauf, Mallet auf dem Grand Canyon, läuft richtig geil, kann ich nur empfehlen. Wer die paar Kröten hat, sollte das auf jeden Fall machen. Und wir fahren jetzt auf Klick. Ich fahre jetzt auf dem Hardtail nie wieder ohne Klick. Okay, jetzt aber wirklich tschüss. Bis dann, ciao. So.